ja der zweite Klettersteig für heute, die Geierwand in Heiming. BC-Steig, ja, 3,5-4 Stunden angegeben. Ja. Wieder Dummheiten im Kopf. So, der Abstieg hat natürlich noch mal in sich. Oh, sehr steil und auch noch mal Drahtseil versichert. Also eigentlich könnte man sich hier sichern. Gut anzuziehen.
Hä? Jetzt sind wir wieder unten, kurz vor dem Parkplatz. Jetzt haben wir eine Viertelstunde vielleicht noch hier auf dem Wirtschaftsweg. Und dann sind wir wieder zurück am Auto. Hier vor der beeindruckenden Wand. Puh, ja, der Abstieg, der war nochmal wirklich kräfteraubend, muss ich echt sagen. Ziemlich steil, teilweise auch im oberen Bereich immer noch Drahtseil versichert. Und ja, da war schon echt heikel. Hätte man eigentlich noch einen Gurt anziehen brauchen. Ich hatte jetzt keinen, also ich kann nur empfehlen, beim Abstieg den Gurt noch anlassen, nicht zu früh abmachen. Und die Handschuhe auf keinen Fall vergessen, weil die ganze Zeit ohne die Handschuhe am Drahtseil entlang schrauben, auch nicht so super. Also, ja, sehen wir uns später beim nächsten Steig. Tschüss, ciao, servus. So, jetzt zurück in unserem Gästehaus. Der Joel vorgeschlagen, wir kochen heute mal was. Und jetzt bin ich gespannt, was er macht. Also, ich sehe schon mal Sherry oder Kirschtomaten, Avocado, Knoblauch, eine rote Zwiebeln, Rucola, Eier. Hä? Eier? Naja, gut. Und was ist das? Low Carb One Pasta. 65% Eiweiß. Naja, gut. Wir werden sehen. Es gibt im Übrigen keine Pfanne, ne? Es gibt im Übrigen keine Pfanne. Ne. Da hinten ist doch eine Pfanne. Das hier? Ja. So, die erste Anweisung war Knoblauch. Ich hasse Knoblauch. Knoblauch schneiden und die rote Zwiebel. Auf geht's. Oh, das ist aber noch relativ scharf. Das ja. Vielleicht. Lass es doch einfach machen, vielleicht. Okay. Im Laden? Ja. Es wird serviert.
Jetzt geht es los. Voila. Also wenn das nicht mal super aussieht. Avocado, Rucola, Tomaten. Ah. Prost. Dankeschön fürs Kochen. Dankeschön fürs Helfen. Jo, Prost. Prost. Herrlich. So, und jetzt guten Appetit. Danke, gleichfalls. Einmalig.